Nächste Rednerin ist Ulrike Königsberger-Ludwig von der SPÖ. Danke, Herr Präsident. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich auch zur Bürgerinitiative Fakten helfen äußern und möchte voranstellen, dass ich nicht finde, dass es sich um eine ideologische Diskussion handelt. Es ist für mich eine Diskussion, der man vor allem eine Frage voranstellen muss, nämlich jene Frage, was schützt am besten vor Schwangerschaftsabbrüchen? Und die Antwort kann doch eigentlich nur sein, am besten schützt davor, dass es nicht zu einer ungewollten Schwangerschaft kommt. Und dann stelle ich die nächste Frage, wie schützt man sich am besten vor einer ungewollten Schwangerschaft, indem man verhütet? Ich denke mir, das ist die Antwort auf die Frage. Daher muss der Ansatz in dieser Diskussion für mich und auch für die sozialdemokratische Fraktion sein, Prävention und Sexualaufklärung darin muss investiert werden, und man muss auch darüber diskutieren, ob man, wie Kollegin Bayer schon gesagt hat, auch in Richtung Gratisverhütungsmittel denkt. Weil sonst wird man immer vor der Tatsache stehen, dass Frauen sich mit dieser schwierigen, für sich schwierigen Situation auseinandersetzen müssen und eine ungewollte Schwangerschaft haben und diese Frage stellen, sich selber stellen müssen, Schwangerschaftsabbruch ja oder nein. Die Motive, da bin ich auch überzeugt davon, sind ausreichend erforscht. Es gibt in Österreich 6 Studien, wo man sehen kann, welche Motive es dafür gibt. Und es wird auch in den Stellungnahmen darauf hingewiesen, es wird auch heute schon angesprochen, dass die derzeitige gesetzliche Lage in Österreich einfach es sehr schwer macht, valide Daten zu erhalten. Da geht es eben darum, dass nicht in allen Bundesländern Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden, dass die Schwangerschaftsabbrüche eben nicht kostenlos sind, dass es in öffentlichen Krankenhäusern gemacht wird, in privaten Krankenanstalten gemacht wird und deswegen die Erhebung einfach sehr schwer ist und keine validen Daten von einer Statistik erwartet werden können. Unser Standpunkt ist daher ganz klar, Aufklärung und Prävention, wie ich schon gesagt habe, eventuell auch Gratisverhütungsmitteln, geht ganz klar vor statistischen Erhebungen, die aus unserer Sicht keiner einzigen Frau in ihrer schwierigen Lebenssituation tatsächlich helfen können. Aufklärung und Prävention von Schwangerschaftsabbrüchen seien wichtiger als statistische Erhebungen, sagt Ulrike Königsberger-Ludwig von der SPÖ.